Willkommen zurück zu Assembly Line Tutorial. Heute haben wir wieder drei neue Sachen mit im Gepäck. Und zwar einmal den Grill, den Toaster und den Air Conditioner. Wir werden alle drei durchgehen und uns anschauen, wie die Fabriken dazu aussehen. Ihr seht auch die obere Maschine, die ist auf jeden Fall kleiner geworden. Die unteren beiden sind eins breiter geworden, also ein Feld mehr brauchen sie jetzt. Aber ansonsten sollte das nicht allzu schlimm sein. Das sind alles Endprodukte, das heißt, die kann man nicht weiterverwenden, um irgendwas anderes zu bauen. Die sind einfach nur zum Verkauf da. Und ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten. So, als erstes haben wir den Grill. Und diesmal habe ich es anders gemacht. Ich habe die normale Maschine links gemacht und die verbesserte Maschine hier weiter rechts. So haben wir eins von diesen Laufbändern für eine von diesen Sachen, die halt hergestellt werden. Und ihr seht, das ist eigentlich eine recht kompakte Maschine. Es braucht aber eine ganze Menge Starter. Und zwar für einen Grill brauchen wir eine Heaterplate und 4x Eisen. 4x Eisen, das ist natürlich sehr viel. Und das wird dann hier einfach weggespart und dann kann man zwei einzelne zweifache Eisenstarter machen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach. Und zwar mit dem Starter natürlich. Da brauchen wir drei hier. Dann diagonal ein, noch ein und nochmal so zwei. Das sieht dann, keine Ahnung, so ein bisschen aus wie ein G, ohne das untere. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Wire Drawer. Der kommt hier hin. Wir brauchen zwei Crafter, einmal oben und unten. Und wir brauchen einen Roller in die Mitte. Dann drehen wir die hier so und das hier so und das hier so und das hier auch noch so. Bis auf das hier oben zeigt alles in die Mitte. Und hier oben müssen wir als erstes die Heaterplate natürlich machen, denn ein Grill hat ja eine Heaterplate. Da haben wir den Grill. Hier in den oberen linken machen wir einen Diamant rein. Und in die oberen beiden machen wir einfach Kupfer rein. Dann gehen wir hier in den unteren Crafter und dann suchen wir uns da den Grill. Und ihr seht, da brauchen wir 4 Eisen. Also müssen wir in die restlichen 4 einfach einzelne Eisenteile auswählen. Genau. Dann starten wir das mal. Da werden die Heaterplates hergestellt und da kommen auch schon die Rundgrill, Kugelgrill, keine Ahnung was es ist, raus. Und dann haben wir auch noch die verbesserte Version. Da haben wir zum einen natürlich die verbesserte Heaterplate-Fabrik und dann nochmal die verbesserte Grillfabrik. Ihr seht auch, das ist zwei Felder kleiner geworden. Ist jetzt in diesem 3x3-Kasten, was recht schön ist. Und wir brauchen natürlich auch Starter. Hier brauchen wir 4. Vorher hatten wir ja 3 Stück mehr, was natürlich eine sehr schöne Ersparnis ist. Wir machen die so, einmal 3, eine Lücke und einen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Roller hier. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Crafter in die Mitte. Einen Wire Drawer. Und dann gehen wir mal weiter nach unten. Und zwar brauchen wir einen Right Splitter, da oben in die Mitte. Und dann drehen wir das so. Und einmal so, einmal so. Ja, das sieht dann so aus. Den Splitter machen wir auf 1:1. Den Starter daneben machen wir auf 2 Kupfer. Den Starter darunter machen wir auf 1 Diamant. Und dann machen wir erstmal den Crafter. Und zwar den Crafter müssen wir auf eine Heaterplate stellen. Den unteren Crafter müssen wir auf den Grill stellen. Und die restlichen beiden kriegen 2 Eisen. Dann lassen wir es auch nochmal schnell laufen. Und ja, da kommen auch schon die Grills raus. Und das war's mit dem Grill. Und kommen wir jetzt zum Toaster.
Jetzt kommen wir zum Toaster und der hat tatsächlich nur materielle Unterschiede vom Air Conditioner. Wir können es uns gleich mal anschauen. Ihr seht, Toaster braucht Heaterplate, Aluminium, Kupfer und Air Conditioner braucht Coolerplate, Aluminium, Gold. Keine Ahnung, warum die das so vertauscht haben. Ja, jedenfalls ist das nur eine kleine Verbesserung. Wir brauchen dann im Endeffekt eins, zwei, ja, zwei Starter weniger. Und wir haben hier halt die Anfangsmaschine, besteht halt aus einer Heaterplate-Fabrik, also aus diesen hier. Und dann noch diese zwei Zusätze. Und zwar so. Wir bauen das mal. Und dann brauchen wir auch noch einen Wire Drawer, der kommt hier hin. Und nochmal zwei Crafter, die kommen dahin. Dann drehen wir das. Oh, wohin? Da, nach oben. So und so und so. Wieder bis auf den Starter rechts oben muss alles in die Mitte zeigen. Der linke obere Starter, der kommt wieder auf Diamant. Und die oberen beiden Starter wieder auf Kupfer. Und der obere Crafter, den stellen wir wieder auf Heaterplate. Und den unteren Crafter stellen wir dann auf den Toaster. Dann brauchen wir noch ein Aluminium. Das wählen wir hier aus. Und nochmal ein Kupfer. Und dann starten wir das Ganze. Und da kommen auch schon die Toaster raus. Jetzt haben wir hier natürlich noch die verbesserte Version. Die braucht ein Feld mehr, braucht dafür halt zwei Starter weniger. Und zwar ist das jetzt hier ein bisschen anders. Ja, ihr seht, das sind einfach zwei von diesen Splittern. Und zwar brauchen wir hier ein Kupferdraht und hier nochmal ein Kupfer. Das heißt, wir können einfach einen Starter mit drei Kupfer machen, der das dann entsprechend oft hält. Ja, ich habe hier das ein bisschen falsch gemacht. Ja, unten ist es richtig. Also hier muss eigentlich auf 2 zu 1. Jedenfalls bauen wir den auch mal. Dann muss ich mal gucken. Ja, wir müssen hier starten. Also zwei Starter, zwei Lücken frei und hier oben noch einen hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Wire Drawer. Der kommt hier oben hin. Und wir brauchen auch einen Roller. Der kommt da unten hin. Und in die Mitte kommen zwei Crafter. Und dann brauchen wir nochmal zwei Splitter. Und zwar von beidem einen. Der Left Splitter kommt oben hin. Und der Right Splitter kommt unten hin. Dann drehen wir das Ganze noch so. So und so und so. Dann ist es auf jeden Fall richtig. Hier oben kommen drei Kupfer rein. Also in den oberen rechten Starter. Der Left Splitter wird auf eins nach vorne und zwei zur Seite gemacht. Und das hier, der untere, wird auf 1 zu 1 gemacht. Dann der obere Starter, der obere Crafter meine ich, eine Heaterplate. Und daneben brauchen wir noch einen Diamant. Dann der untere Starter, da kommt der Toaster rein. Und eben noch ein Aluminium. Dann laufen das auch mal kurz laufen. Und da haben wir auch schon wieder die Toaster. Es funktioniert also und jetzt kommen wir zu den Air Conditionern. Wie eben schon gesagt, die Air Conditioner brauchen im Grunde dieselbe Maschine, nur etwas andere Materialien. Für die Cooler Plate brauchen wir natürlich Gold statt Kupfer und für den Air Conditioner brauchen wir eben auch Gold statt Kupfer, was natürlich super einfach macht, weil wir im Grunde genau dieselbe Maschine bauen können. Aber ich zeige es euch trotzdem nochmal, also wir gehen erstmal wieder nach oben. Wir brauchen wieder Starter und zwar müssen wir die so hinlegen und dann brauchen wir einen Wire Drawer, der kommt hier hin und noch zwei Crafter in die Mitte und zwar so. Dann drehen wir das alles, dass es in die richtige Richtung zeigt. Die oberen beiden Starter müssen auf Gold gestellt werden, dann der Crafter auf Cooler Plate. Und der linke obere Starter auf Diamant. Dann der untere Crafter auf Air Conditioner. Und den unteren linken auf Aluminium. Den unteren rechten auf Gold. Dann lassen wir es mal kurz laufen.
Und da kommen auch schon die Airconditioner raus. Es funktioniert sehr schön. Und jetzt gehen wir weiter zur verbesserten Version, was wieder genau dasselbe ist. Also wir nehmen uns wieder Starter 1, 2 und 3. Dann Wire Drawer hier oben. Ein Roller da unten. Die Crafter hier in die Mitte. Dann brauchen wir wieder die Splitter. Left Splitter oben. Right Splitter unten. Dann drehen wir das Ganze nochmal. So, so und so. Dann sieht das so aus. Den oberen rechten Starter auf Gold und zwar auf 3. Dann 1, also der obere Left Splitter 1 nach vorne und 2 nach links. Und den unteren auf 1 zu 1. Der obere Crafter wieder auf Cooler Plate. Der untere Crafter auf Air Conditioner. Und dann brauchen wir nur noch ein Aluminium. Und natürlich noch für die Cooler Plate auf dem oberen ein Diamant. Dann lassen wir es auch nochmal laufen. Und ja, da kommen auch schon die Air Conditioner raus. Das heißt, es hat geklappt. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.